Herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire. Hier würden wir dann weiterkommen später, denke ich mal. Hallo? Sagt er auch was dazu? Da lässt er mich wenigstens wieder raus? Leute? Können wir den Frosch... nee, können wir nicht. Den können wir nur mitnehmen, ne? Frage ist, wohin? Hier könnten wir den runtertragen. The skull was disgusting. Perhaps the pig would like it. Ach, weil es knusprig ist, ja klar. Nehme ich gleich mit. Ich gucke aber erstmal kurz, was wir jetzt hier eigentlich nur alles haben. Jetzt kommen wir wahrscheinlich so zu dem zurück, ne? Nee. Oh Gott, so langsam wird es unübersichtlich. Hallo, Mr. Schwein? Will nicht mit mir reden. Geh mir erstmal hier hin. A resolve stirred within the stranger. Just a few more steps. It can't be much further. Okay, dann haben wir uns hier schon mal den kurzen Weg rüber gemacht. So, hier können wir auch nochmal runter. Das schauen wir mal als erstes nach. Ah, da ist noch eine Truhe, okay. Amber uncovered a journal entry. Naughty piggy, simple piggy, so easily teased with fruit. They are no help until they are fed. A few grow fat, wobbling on their trotters. Ja, wenn sie gefüttert werden, dieses Stinkezeugs, das war auf der anderen Seite, oder? Damit haben wir ihn doch auch gefüttert. Das heißt, dass wir deswegen die Abkürzung wahrscheinlich haben. Wir müssen aber noch gucken, ob der diesen Schädel nicht eventuell noch haben will. Weil er hat ja gesagt, er will was... Obwohl, naja, andererseits ein Schwein, wenn er das komplett frisst, das ist natürlich auch sehr knusprig irgendwie, ne? Da sind ja... Hallo, gehst du mal hier hoch? Da sind dann ja noch die ganzen Knochen und alles mit dabei. Na, komm her, kleine Schweinchen. Gutes Schweinchen, dicke Schweinchen, komm her. Oh, lauf ein bisschen schneller, komm. Genau, nimm die Treppe, das haben sie sehr gut gemacht. Nein, nicht hier, da. Nein, da, wo ich drauf zeige. Hallo? Wieso macht er das jetzt nicht? Hallo? Geh mal weg da. Ich will das da oben hin machen, nicht da unten. You feed me now. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, der muss nicht da drauf liegen. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich deswegen die Statue holen. Ich bin mir nicht sicher. Wie bin ich denn da jetzt schneller hingekommen? Hier oder von der anderen Seite? Da bin ich mir auch gerade nicht so sicher. Also nee, Statue war es ja nicht. Das war dieser komische Schädelkopf hier. Das gefällt dem Schwein, hat er gesagt. Und ich habe oben noch einen Frosch. Da muss ich ja auch noch irgendwas machen. Kann man da was draufstellen? Moment mal. Da kann ich aber nichts mehr machen. Der gehört wohl einfach nur da drauf. Aber... Eieiei, gut, dann probier... Nein, das Schwein ist weg, willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Wo ist dieses saudämliche Schwein jetzt hin? Komm her, folge dem Gestank, komm.
Komm her, Schweinchen. Komm mit. Ach, der braucht jetzt wieder so lange. So, komm. Komm mit. Wieso macht der das immer dahin? Ich verstehe es nicht. This was the last thing Amber could find to offer. Aber er frisst nicht das Schwein. Crunchy, embery. Not much meat, bit too bony. But what I want is, the pig's stomach made an almighty sound. Ember chuckled with relief at the large creature they had been so afraid of. Okay, da können wir jetzt durchgehen. The pig had vanished, but something moved beneath the surface. Ist das ein Krabbe? Ja, das ist ein Schwein. In a muddy pond, Ember thought the pig looked a lot less imposing. The pig shouted joyously. The water feels so good on the skin. Join me, morsel. The pig seemed happy, but Ember wasn't getting too close. Sollte er auch nicht. Why do I consume whatever people put in front of me? I need some true nourishment, but there's none left here. But so much cooler in this muddy pond, I can finally think. Thank you, morsel. Der macht mir jetzt eine Brücke, oder was? Ernsthaft? Mal schauen. Ach, hier sind wir. Moment. Ever thought about the pig? Fed too cheerily, the stranger said. Don't say much, little friend, do you? Who had the pig been before? Ember wondered. Remind me of one of those golem statues. Stood there, mouth open. I like you. Okay. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil irgendwie gerade alles auf einmal gesprochen hat. Ah, jetzt können wir es endlich runterlassen. Sehr schön. Dann mal schauen. Das ist ja riesig hier. Der Sumpfrand. Da haben wir auch wieder so ein Zeug. Da können wir wieder runter. Da ist wieder ein Schwein. Oh Gott, ist das wieder ein neuer Bereich oder was? Oh. Ich bin doch mit dem Alten noch gar nicht fertig. Aber ich merke schon. Also wir müssen hier ein paar Mal cutten. Was ist das denn? Ah. Ja, cool. Gehen wir doch mal eben gucken. Wir müssen hier ein paar Mal cutten, also sprich, mindestens noch eine Folge, denke ich mal, machen. Journal. Hands encircled around the evening fire, married lanthorn tunes, singing out the promises of old. Will home be as we remember? Okay, weil wir haben hier hinten auch noch so einen Bereich, wo wir noch nicht alles... jetzt kommen wir wieder bei ihm aus. Ach ja, klar, das wäre dieser bekannte Bereich. Da haben wir nämlich auch noch nicht alles gemacht. Wobei, anscheinend kommen wir da auch nicht weiter. Wieso bewegt sich das? Through the mist, Ember could feel they were being watched. Okay. Da ist schon wieder eine Froschstatue. Wir haben zwei Frösche.
3 Frösche. Okay. Und oh. Ember found a scrap of journal. The lanthorn wards off ghosts and fear. It shapes the world as we wish it. I urge my companion to rest, but still they stare into the fire. Okay. Ich sage ja, das ist mittlerweile so groß und so viel, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt schon gemacht habe, wo ich jetzt noch hin muss. Da kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Es sei denn, wir könnten... Aber kriegen wir den da raus? Nee, wir müssten dann... Aber kommen wir da hinten? Kommen wir gar nicht rum, ne? Da kämen wir rund. Ach so. Nee. Nee, da kommen wir aber nicht rum. Nein, bleib doch mal da oben. Also, ich denke mal nicht, dass wir springen können. Ach, wir können ja aber... Nee, oder? Dein Ernst? Kommen wir dann da hoch? Nee. Aber wir können hier rumlaufen. Was ist das denn? Hallo, was bist denn du? Jetzt habe ich das umgeworfen, aber es bringt uns nichts. Na gut. Wie können wir... Da können wir auch nicht hoch. Und damit kann ich nichts mehr machen, ne? Okay. Tja. Moment, von wo sind wir jetzt gerade? Wir sind von links gekommen, genau. Dann gehen wir erstmal nach oben. Hier ist auch nichts mehr. Da ist eine Leiter, aber... Die kann man nicht bewegen. Und ich, wenn ich davor stehe. Reden wir erstmal mit ihm. The stranger said excitedly, I've not heard a lanthorn play in a long time. Magical sound a lanthorn makes. Your whole body moves. Let me tell you, I play a good lanthorn. Okay, ich auch. The orchard gate was locked and needed a key. Ja, haben wir nicht. Wissen wir, dass wir keinen haben. Ja. Da können wir noch hoch, oder? Das bringt uns allerdings nichts, wenn wir das jetzt hier oben hochziehen. Nein, 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 du sollst da nicht rumlaufen. Hier können wir... Doch, Moment, hier können wir noch runter. Da haben wir nochmal neue Statuen. Oh, wollt ihr mich veräppeln? Ach so, die kann man aber gar nicht nehmen. Den schon. Oh, Moment mal eben. So, ich hoffe, jetzt geht es besser, weil ich habe die ganze Zeit keine Stimme mehr gehabt, wie ihr gehört habt. Ach so. Ja. Stimmt. Ich habe nur den einen Fleck hier oben gesehen, aber da unten sind noch mehr. Dann sollten wir die vielleicht mal einsammeln. Mal schauen, was passiert. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo wir die alle gehabt haben. Oh Gott. Hier oben war, glaube ich, eine, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau.
Ja, mit meiner Stimme, es tut mir leid. Ich wurde mal wieder angesteckt und krieg's einfach nicht weg. Jetzt habe ich gerade das Gefühl. Hä? Kann man was draufstellen? Hm. Aber sonst nirgendwo, ne? Ja, ich nehme den jetzt erstmal mit. Das war hier unten. Und ich glaube, oben rechts waren noch welche. Ja, jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich kriege gleich einen Hustenanfall. Also es tut mir leid, wenn ich gleich nochmal eben eine Pause machen muss. Oh, heute ist echt der Wurm drin, stimmlich. So, hier ist noch einer. Die Frage ist nur, wo habe ich den jetzt noch eingesehen? Also, gefühlt 4, 5 hatte ich ja... Ach, dahinter, ne? Oder hatte ich den mitgenommen? Nee, der ist noch da, okay. Gut, dann nehmen wir den gleich mit. Den erstmal hier hin. Ich denke mal, es ist egal, wer wo ist. Wenn das überhaupt so funktioniert, aber ich hoffe schon. So. Nein, jetzt wollte ich gerade einen Schluck trinken, aber dann kann ich nicht drücken. So. Okay. Wo kommen wir jetzt dahin? Hier kommen wir nicht durch. Ich finde das ja mega geil gemacht mit diesen Spinnweben, dass das dann so puff, kaputt geht. Ach, hi. The stranger stared past Ember. I'm almost ready. Let me sit a little longer. I will catch up. I promise. Na gut, sonst ist hier nichts drin, nehme ich mal an. Ja. Ja, aber cool. Dann haben wir noch mal einen gefunden. Busch. So, das heißt aber, dass noch ganz, ganz viele hier sind, weil wir haben ja gerade mal 2 von, wie viel sind das, 10 oder so? 5 brauche ich noch, 2 von 7 sind das. Wobei das irgendwie ganz komisch ist. Anscheinend kann ich 2 schon erreichen und 3 noch nicht, oder wie verstehe ich das jetzt hier? Das links unten, das habe ich gemacht. Zum Tor komme ich natürlich erst, wenn ich das hier habe. Dann brauche ich noch von irgendwoher einen Schlüssel. Und hier komme ich nochmal in ein komplett neues Gebiet, glaube ich, ne? Was war jetzt mit dem nochmal? Warum kommt der nicht mit? The stranger said, "Don't say much, little friend, do you? Remind me of one of those golems stood there, ja, ist aber das Gleiche. I like you." Naja. Da kommen wir jetzt wieder nach vorne. Genau, dann kam er da, glaube ich, jetzt in einen neuen Bereich. Genau, am Sumpfrand. Okay. Da haben wir wieder ein Schwein. Was ist denn da unten? Okay, dann, aber wie schaffe ich das? Moment. Was mache ich damit? Dann ändere ich das, oder? Dann geht das in die andere Richtung. Ja, aber ich komme da doch gar nicht rein. Ach doch, ganz oben. Ah. Dann komme ich da hin, dann komme ich da unten an den Fleck hin. Frage ist, komme ich dann auch von da wieder weg? Ja. Wir probieren es mal aus. Wenn es ganz mies läuft, dann... Moment. Hm?
Was kann ich denn da mit dem Kopf machen? Kann ich mit dem sprechen? A stone golem frozen in the lake. A relic from a forgotten time. Oder auch nicht. Na gut. Ach so. Ach, ich verstehe. Nee, da muss ich das links machen. Also ich nehme an, dass das geht. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich da dieses schleimige Ding reinwerfe. Weil irgendwie muss ich das ja nach unten kriegen. Und es gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit, nach da unten zu kommen. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, ja, ja. Okay, perfekt. Wieso geht der jetzt nicht mehr? Jetzt. Okay, dann komm mal mit, Schweini. Komm bei Fuß. Gleiches Spielchen wieder. The same procedure. Amber watched as the helpful piggy cleared the path. Sehr schön. Wenn man es einmal verstanden hat, dann funktioniert's. Hidden inside was the wanderer's journal. Our feet are weary, the hours long. There will be much to do when we arrive. I tell my companion of those waiting at home. They do not seem to know what to say. Okay. Dann, hier vorne ist noch einer, da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen das wahrscheinlich jetzt drehen, damit wir was anderes damit machen können. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach nur, damit wir rutschen können. Gehe ich mal stark von aus. Hallo? So. Ja, genau. Perfekt. The stranger stretched their limbs. Perhaps it is not too late after all. So, dann haben wir hier eine Abkürzung. Und dann ist jetzt die Frage. Ach so. Ja, ich hab's gesehen. Da müssen wir... Oh. Da müssen wir nochmal runter. Und das Ding umstellen. Komme ich da durch? Ja. So. Das alles wieder nur wegen einer Truhe. Na gut. Machen wir trotzdem. Dann wieder hoch. Dann wieder rein. Und schwupps. Nur wie komme ich? Achso, doch, da kann ich, glaube ich, hochklettern. Inside was a secret diary entry. The satchel is almost bare, our supplies exhausted. The taste of a good meal is not easily forgotten. But it slipped my mind to thank the cook. Okay, ist jetzt die Frage, haben wir den Bereich dann hier durch? Das ist eine Wippe. Wie geil. Okay. Da oben ist jetzt wahrscheinlich wieder ein neuerer Abschnitt, oder? Der Winkel.
Ja, dann würde ich sagen, da das ja wie gesagt hier noch eine ganze Weile länger dauern wird, wir müssen die ja noch alle zusammensuchen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann von diesem Level in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.